Ja, immer auf. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute mal ein Video außerhalb der Reihe, hier aus dem Büro. Und okay, ich weiß, ich bin nicht der Erste, der dieses E-Bike testen darf, aber hey, Hemiway hat mir den Cruiser Alteron zum Test zur Verfügung gestellt und keine Sorge, ich werde jetzt nicht zum Werbefuzzi oder es wird kein Werbekanal. Ja, ich werde gleich mal das E-Bike auspacken, entmontieren und bin sehr gespannt, ob das Bike für mich was taugt. Also die augenscheinlichen Hauptmerkmale sind ja der fette Motor, die fetten Reifen und der dicke Akku. Ich dachte gerade, das andere Rad fehlt. Ist sie steif. Multitool. Ja. Pedale. Das wird das Ladegerät sein. Ja, schauen wir mal. Hier ist eine Montageanleitung. Ist auch die gleiche, die es im Internet gibt. Und die ist in einem sehr guten Deutsch. Ja. Auf die Montage im Einzelnen gehe ich jetzt nicht ein. Aber hier, das ist ja 10 cm. Auf jeden Fall werden der Lenker montiert, Rücklicht und Gepäckträger, das Vorderrad eingesetzt, Licht und Schutzblech vorne, Pedale müssen montiert werden, der Schutz für das Schaltwerk. Und der Sattel mit der Sattelstütze wird eingesetzt. Ja, der Akku ist vorgeladen. 2 grüne von 3 Balken. Ja, Luca hilft mir ein bisschen bei der Montage. Oder sehr geholfen. Vom Akku ist eigentlich ganz einfach so. Genau. Was uns aufgefallen ist, ist dieser Reflektor hier oben. Genau, sitzt hier ein bisschen merkwürdig. Aber hier ist auch gar kein Platz für eine Montage. Und das Licht hat keinen Reflektor. Ja, wie lange haben wir gebraucht? Anderthalb Stunden etwa, ne? Ja, würde ich auch sagen. Ja, 8 Tage später und ich bin das Rad jetzt auch schon ein bisschen gefahren, etwa 180 Kilometer und kann ja schon ein bisschen eine Erfahrung berichten. Ich stelle euch das mal kurz vor. Ich hoffe, dass das nicht zu lange dauert. Mir fällt da wieder sicher einiges ein. Ja, gehen wir noch einmal ums Bike. Was natürlich hier gleich am Anfang auffällt, sind die fetten Reifen. 26 x 4 Zoll, also 10 cm breit. Ja, ich hatte anfangs erstmal 2 Bar drauf. Das war eindeutig zu viel. Also beim Bremsen blockierte das Rad relativ schnell. Ich bin dann runter auf 1,5 und inzwischen auf 0,8 Bar. Und das scheint für mich jetzt optimal zu sein. Ja, und das Zweite, was hier an dem Rad echt das Wichtigste ist, ist dieser fette Akku mit 840 Wattstunden. Das entspricht 17,5 Amperestunden bei 48 Volt. Ja, es ist ein 48 Volt System. Das heißt, der hat richtig Power. Ja, dann kommen wir doch gleich zum Motor. Achso, Akku braucht ungefähr 9 Stunden zum Aufladen mit dem 2 Ampere Ladegerät. Ja, dann kommen wir doch zum Motor. Der ist wirklich brachial, also mit 80 Newtonmetern und 250 Watt Dauerleistung hat der. Bringt einen richtig nach vorne. Ja, da haben wir die Federgabel, die lässt sich locken und auch einstellen. Da kann man, soweit ich weiß, also die Federstärke und die Eintauchtiefe einstellen. Hier habe ich mir noch einen Flaschenhalter angebracht, direkt an die Federgabel. Das ist ganz praktisch, ganz passend, hier auch in Weiß. Mir gestern noch besorgt. Ja, hier eine fette Lampe, die sehr hell ist, aber auch sehr punktuell leuchtet. Ja, dann haben wir Scheibenbremsen.
die nicht hydraulisch sind, sondern mechanisch bewegt werden. Ja, und einen ganz vernünftigen Sattel. Also ich habe nicht das Gefühl, dass ich den jetzt austauschen muss. Auch selbst eine gefederte Sattelstütze vermisse ich jetzt hier nicht aufgrund der doch weichen Reifen. Ja, es macht tierisch Spaß, mit dem Rad zu fahren. Also ich musste die Woche ja etwas aufpassen, dass es nicht zu dreckig wird, damit ich euch jetzt nicht hier ein absolut dreckiges Rad vorstelle. Weiter typisch für Hemiway immer dieses Festsportbrettle, muss ja immer dran sein. Ja, der Hemiway Cruiser verfügt über eine Shimano 7-Gang-Schaltung, die Altos, sicher keine High-End-Schaltung, aber ich habe da überhaupt keine Probleme mit und sie schaltet wirklich sehr gut. Vor allen Dingen bei dem Heckmotor hat man ja nicht die Motorlast jetzt noch auf dem Getriebe, also auf der Kette und auf der Schaltung, sodass man auch während der Motor kräftig zieht, gut schalten kann. Generell war sowieso alles soweit gut eingestellt, dass ich gar nichts verstellen musste. Auch die Schrauben, die schon vormontiert waren, waren alle perfekt eingestellt. Die Speichenspannung stimmte. Also ich habe zumindest per Fingergrip und Klang geprüft. Die Kunstledergriffe sind auch sehr angenehm. Sind hier auch nochmal ganz schön vernäht. Und einer sehr schönen Klingel. Ja, das E-Bike lässt sich ein- und ausschalten, indem man hier ein, zwei Sekunden gedrückt hält. Geht das Display auch schon an. Na, ich kann jetzt doch mal die Folie abziehen. So, spiegelt etwas. Ja, und es lässt sich die Unterstützung hier in 5 Stufen einstellen. Über die Infotaste bekommt man noch weitere Infos. Hier sieht man, ich bin 184 Kilometer gefahren. Gleich kommt der Tageskilometerstand mit 7,8 und 7,9 Kilometern. Ja, voreingestellt sind 5 Stufen, 5 Unterstützungsstufen oben rechts. Das kann man aber auch ändern im Menü. Man kann 3, 5, 7 oder 9 Unterstützungsstufen einstellen, wenn man möchte. Man kann dann auch bei den unterschiedlichen Unterstützungsstufen dann die Prozentzahl, wie stark einem der Motor unterstützen soll, einstellen. Also kann man in dem Display, in dem Menü, kann man Sachen einstellen, wo ich teilweise auch nicht mehr weiß, was es ist. Aber vieles ist auch in der Beschreibung ganz gut beschrieben. Ich meine natürlich die Anleitung. Was ich mir noch angepasst habe in dem Display, ist die Ladestandsanzeige. Also die Anzahl der Balken wird ja immer gemessen nach der Stromstärke des Akkus. Das kann man sich noch genauer anpassen, weil tatsächlich im Auslieferungszustand ist es so, dass man 30, 40 Kilometer fährt und man hat immer noch volle Balkenanzahl und dann fallen die Balken doch alle relativ schnell weg. Das kann man sich anpassen. Es gibt von Ralf Paustein, so heißt er, genau, ich verlinke das mal unten in der Beschreibung, gibt es ein Video, da hat er anhand seines Arbeitswegs den Akku oder die Anzeige kalibriert und eine Tabelle erstellt. Nach der habe ich das jetzt auch eingestellt und das passt schon ziemlich gut. Ich habe bereits einen Akku leer gefahren, einmal vollgeladen, einmal komplett leer gefahren, bin damit genau 80 Kilometer weit gekommen und anhand der angepassten Anzeige hat der letzte Balken dann nochmal, ich glaube, so 15 Kilometer lang geblinkt. Und dann wusste ich, okay, ich muss mich jetzt nach Hause bewegen und bin noch ein paar Mal um die Runde gefahren. Dazu muss ich sagen, dass die Reifen mit 1,5 Bar relativ voll waren, also relativ wenig Reibungsverluste. Allerdings bin ich viel in der Stadt gefahren oder eigentlich fast nur in der Stadt gefahren, also mit viel Stop and Go. Und mit vollster Unterstützungsstufe. Ja, hat tierisch Spaß gemacht und ich denke, man kommt auch 100 Kilometer. Der Hersteller gibt ja an 60 bis 100 Kilometer. Mit 80 Kilometer hat das schon mal super gepasst. Und ja, der Akku entfaltet sich ja auch nach ein paar Mal Aufladen noch. Ja, das Bike wiegt 32 Kilo, jetzt kein Leichtgewicht. Hat aber hier einen praktischen Tragegriff. Ja, ist schwer, ist wirklich schwer, aber ich trage es jeden Tag im ersten Stock und das funktioniert schon. Ja, ansonsten kam es gut an, ohne Transportschäden. Es war wirklich sehr gut verpackt. Montage hat 1,5 Stunden gedauert. Die angegebene Fahrergröße beträgt 1,59 Meter bis 1,90 Meter. Bin 1,85 Meter groß und sitze da sehr bequem drauf und es macht wirklich Spaß damit. Ich könnte den Lenker noch etwas weiter nach vorne neigen. Aber ansonsten
tolles Rad, muss ich sagen. Ja, aktuell kostet das 1699 Euro. Es gibt aktuell auch gerade einen Rabatt von 100 Euro. Also bei dem Preis kriegt man eine Menge geboten. Vor allen Dingen der Akku und der Motor sind echt der Knaller. Und das Rad verfügt tatsächlich noch über ein Bremslicht. Ist doch wirklich klasse. Ja, die Beleuchtung, das wie gesagt hier einschalten. Meine Ortliebtasche habe ich auch schon so angepasst, dass sie hier gut ranpasst an den Gepäckträger. Und eine SP-Connect-Halterung habe ich mir auch schon angebaut. Ach, jetzt fällt mir noch ein, ganz wichtig und kurzes Feature überhaupt. Das Display verfügt über einen USB-Eingang. Ich kann mein Handy unterwegs laden. Cool. Ja, und für die, die es interessiert, ich habe auch noch mal so ein Messgerät angeschlossen. Ja, es werden bei 5,03 Volt 0,3 Ampere geladen. Ja, es schwankt so ein bisschen. Ja, dann mal los. Ich wollte noch mal eine Runde fahren. Ja, es geht hier gleich mit der richtigen Steigung los. Ah, jetzt zieht er locker hoch. Wahnsinn. Ja, jetzt fahre ich noch mal an die Elbe runter und versuche da mal irgendwie am Strand zu fahren. Mal sehen, ob ich da was finde. Ja, jetzt zeige ich euch mal kurz die unterschiedlichen Einstellungen der diversen Unterstützungsstufen. So, in Stufe 1 fahren wir ungefähr 12 Stundenkilometern. Bei 2 ändert sich nicht viel. Ah, bei 3 haut er richtig rein schon. Da sind wir bei 17 ungefähr. Ja, bei 4, 21 Stundenkilometern. Also ich trete kaum zusätzlich mit rein. Ja, und bei 5 geht er gleich auf 25 hoch. Ja, wie ist das, wenn ich jetzt 25 fahre und zusätzlich Muskelkraft einsetzen will? Komme ich da über die 25 Stundenkilometer? Ich probiere es mal aus. Aber man merkt schon, dass man schwer treten muss. Ich bin jetzt auf 30. 32. Ja, lässt sich machen, aber lange halte ich das nicht durch. Das ist doch schon sehr schwergängig. Es ist schließlich auch ein Cruiser und kein Rennrad. Ah, da unten ist Sand. Da kann ich ja mal das E-Bike testen, wie es sich im Sand fährt. Ein Normalrad will ich ja nie auf die Idee kommen, das zu machen. Jetzt wird es spannend, aber es scheint zu funktionieren hier. Das Ding zieht hier so durch und das mache ich mit einer Hand hier. Wahnsinn. Echt, wie geil. Ey, und das nur mit der Unterstützungsstufe 2. Sieht man hier die Spur. Echt krass. Ich versuche das nochmal von außen stehen zu filmen. Geil, das macht Spaß. So, mit dem Handgas kann man vorsichtig um die Ecke. Trifft ganz schön. Aber hey. Cool. Also es ist wirklich weicher Sand. Hier kann man echt so durchfahren. Cool. Macht Spaß. Hey, ich wollte eigentlich kein Schiff vorstellen, sondern mein Fahrrad. Drängelt sich hier einfach mal vor.
So, ich fahre mal weiter. Ich fahre mal ein Stück noch weiter an der Elbe hoch. Ja, auch gerade im Sand ist diese Schieberhilfe super praktisch, mit einem Handgriff zu drehen, finde ich sehr praktisch. Ja, es ist total warm hier, total schön. Ohne das Hemiway wäre ich wahrscheinlich hier gar nicht hingefahren. Ich wollte ja mal testen, ob man hier im Sand fahren kann, aber das klappt super. Ja, die ersten 200 Kilometer habe ich jetzt voll und bin echt begeistert von dem Rad. Also für den Preis für 1699 Euro und den Rabatt, den es auch noch dazu gibt, von 100 Euro kann man nicht meckern. Also kriegt man echt schon viel für sein Geld. Ja, falls ihr eine Probefahrt machen wollt, könnt ihr auf der Hemiway-Seite mal schauen. Da könnt ihr eure Postleitzahl eingeben. Und da wird dann entsprechend der Ort oder der nächste Händler ausgeworfen. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Und wahrscheinlich gibt es dann auch mal irgendwann eine Tour mit meinem Sohn, sodass wir beide zusammen mit E-Bikes fahren können. Vielen Dank. Bis denn, euer Matthias. Tschüss.